Hi Leute und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch ein neues Kampfschiff vor, das sich sowohl zum PvP als auch zum PvE eignet. Es ist ein sehr, sehr schönes Schiff. Ihr seht es hier sogar schon, dass die FDL, wie ich sie aufgebaut habe und wie sie dann fliegt, das zeige ich euch natürlich dann jetzt im Laufe des Videos. Ich würde sagen, dann starten wir rein. Los geht's. So, wir sitzen hier natürlich schon in der FDL und werden hier schon ordentlich beschossen, weil wir hier in dem System aktuell gesucht sind. Gehen wir mal runter und schauen uns erstmal die Ausstattung des Schiffes an. Es ist mehr zum PvP als zum PvE geeignet, ist aber wie gesagt mit beidem kompatibel. So, dann warten wir mal kurz, bis die Luken oben zu sind. Genau, so. Und hier seht ihr schon, wir fangen mit den Aufhängungen an. Wir haben hier einen fetten Plasmabeschleuniger unten, also der große ist ein Plasmabeschleuniger. Ansonsten haben wir vorne, links und rechts jeweils Schienenkanonen und zwei Plasmabeschleuniger. Einerseits ist es natürlich verständlich, einige werden jetzt sagen, ja blöd, du kannst da gar nicht mit beiden Waffen gleichzeitig schießen, das stimmt durchaus. Aber das möchte ich auch gar nicht. Hauptsächlich arbeite ich persönlich mit den Plasmabeschleunigern, die Schienenkanonen haben ein paar Effekte und sind ganz nett, wenn man mal kurz Energie nachtanken muss im Endeffekt. Natürlich sind die hier meistens mit Spezialeffekten, thermischer Verstärker einmal. Dann haben wir hier einmal Rückkopplungskaskade, damit die Schildzellenbänke zerstört werden. Dazu habe ich ebenfalls schon mal genauer ein Video gemacht, hier oben rechts ist es verlinkt. Hier haben wir dann die Superdurchdringer, also experimentelle Munition, die die Module durchdringt. Ansonsten haben wir noch die zwei Plasmabeschleuniger mit zwei Effekten, einmal dem Streuungsfeld und einmal noch dem Zielvisierbrecher. Genau, das sind die Waffen soweit, natürlich alles starr, was natürlich selbstverständlich ist bei Schienenkanonen und Plasmas. Es ist wie gesagt, man muss etwas können, um dieses Schiff zu fliegen, aber wie gesagt, es ist ein gutes Schiff. Ansonsten haben wir Schildbooster drin ohne Ende, einen Düppel. Man könnte noch einen zweiten Düppel oder einen Kühlkörper reinbauen, je nachdem, wie man es halt lieber hat. Wir kommen hier insgesamt auf 2600 Schildstärke. So, dann gehen wir in die Basis. Ist eigentlich immer klar, Basis natürlich alles A, alles das Beste, alles das Teuerste bis auf Lebenserhaltung. Das ist aber immer klar. Gehen wir ins Optionale rein. Hier gibt es natürlich jetzt verschiedene Varianten mit dem Schildgenerator. Ich persönlich möchte in einem PvP einen Prisma-Schildgenerator haben. Im PvE ist vielleicht ein anderer Schildgenerator schlauer, aber ein Prisma-Schildgenerator eignet sich ebenfalls sehr gut dazu. Oben rechts das Video, wie man diesen Schildgenerator bekommt. Gehen wir weiter. Eine Schildzellenbank ist nicht verpflichtend, würde ich aber nehmen zur Sicherheit immer wieder. Man kann sich damit schon einiges retten beim PvE. Ist aber fürs PvP wirklich nicht notwendig. Dann haben wir noch eine Schildverstärkung, Guardian-Schildverstärkung geht, aber auch Modulverstärkungen, je nachdem, wie ihr es bauen wollt. Hier habe ich eine Modulverstärkung natürlich drin, eine Rumpfhüllenverstärkung und habe noch einen Booster. Man könnte jetzt den Booster oder natürlich auch einen FSD Unterbrecher reintun, um zum Beispiel auch Leute zu ganken. Das ist jetzt ungefähr mal das, was ich reingebaut habe. Hier ist man sehr, sehr optional, was man nehmen kann. Es gibt nichts, was wirklich verpflichtend in diesem Schiff für optional wäre. Genau, das waren jetzt erstmal so die Module, wie es aussieht und ja, jetzt will ich euch das natürlich nochmal zeigen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal anhand vom PvE, wie es sich fliegt. In Zukunft wird auf jeden Fall noch ein PvP kommen, wo ich dieses Schiff natürlich auch fliegen werde. Bei Fragen könnt ihr natürlich auch gern mir in die Kommentare was schreiben. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt auch zum Kampf über. Bis gleich. Und hier sind wir schon in einer Gefährdungsnavigationsboje und stehen hier. Ich finde die Lackierung sehr, sehr, sehr schön von dem Schiff hier. Mit Boost schafft dieses Schiff 450, ist aber noch nicht voll ausgestattet. Wir sind jetzt hier in einer Gefährdungsnavigationsboje und gucken einfach mal so, was wir anrichten können. Ich würde erstmal sagen, wir nehmen uns erstmal die größeren Schiffe vor. Was gibt es denn hier in der FDL? Die ist aber sauber.
Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich glaube, ihr habt selber gesehen, es eignet sich nicht ganz so gut. Es gibt einiges Besseres gegen PvE, aber im PvP kann ich das nur empfehlen. Wie gesagt, da wird auch bald ein Video dazu kommen. Und ja, ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine Schiffbuilds mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.